Einen wunderschönen guten Tag an diesem wunderbaren Tag. Es geht weiter. Ich hoffe, die Soundeinstellungen sind soweit richtig. Ich hatte noch mal ein klein bisschen da rumgedreht, aber ich denke mal, das sollte soweit passen. So. Muss ich mal kurz überlegen. Das ist, glaube ich, der falsche Ausgang. Hallo? So. Jetzt muss ich kurz überlegen. War das hier? Nee, ne? Die Stöcke nehme ich mal mit. War das der Ausgang? Ich glaube nicht. Kann ich hier hoch? Ja. Oder? So, wo ist denn... So, ich muss da hinten hin. Achso, es war tatsächlich der falsche Ausgang. Der richtige ist hier hinten. Okay. Dann gucke ich mal, ob es irgendwie noch was zum Snacken gibt. Vielleicht da oben? Komme ich da hoch? Ja. Ich bin Jumpmaster. Trockene RDA-Ration. Sehr schön. Okay, ich habe ein bisschen was... Sehr gut. So. Okay. Ah ja, genau, hier war das. Nor, wo bist du? Ah ja, genau. Ich muss nach Nor suchen. So, hier ist was. Untersuchung starten. Ich frage mich, ob. Finde einen Hinweis, der mit diesem Hinweis zusammenhängt. Okay. Hinweis verbinden. Nor muss hier lang gekommen sein. Ah ja. Okay, denk nach. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Oh ja, folge dem Geruch. Dem Geruch folgen? Ziele unter Verwendung deiner Navi-Sinne auf eine Geruchsfährte, um sie zu untersuchen und die Quelle des Geruchs zu entdecken. Ändert die Fährte ihre Farbe, heißt das, dass sie mit dem Questziel zusammenhängt. Ah. Okay. Gut. Hey, das kann ich jetzt auch so die ganze Zeit sehen. Das ist natürlich praktisch. Gut. Dann gehe ich mal hier lang. Priya, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nord bei den Klippen verfolgt. Seine Fährte verloren. Was ist das? Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Achso, Heilungsbeutel? Vielleicht. Waldwegras. Das nehme ich natürlich mit. Kann ich nicht. Oh. Fies. Ich muss da nach oben. Okay. So. Okay, ich muss irgendwie hier hoch. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ach, sieht's ja. Was bist du denn? Lampeneidechse. Wildtier. Eine Eidechse, die sich nachts zusammenrollt und von innen leuchtet. Das ist ja faszinierend. Und die sieht lustig aus. Oh, wow. Oh, das sieht so gut aus. Was seid ihr denn für Viecher? Schleichende Gottesanbeterin. Faszinierend. Komisch. Kleiner Grafikfehler. Lustig. Oh, dass hier auch alles so leuchtet, ne? Das ist schon cool. Ich gehe mal weiter nach oben. Auch wieder diese Eidechsen. Oh. Da kann man sich wirklich nicht satt sehen.
Und das Krasse ist, die Filme sind ja... Ein Yggdran heißen die, glaube ich, ne? Es sieht aus wie im Film. Hey, Sotle, bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden? Über deinen Clan, Sotle? Alma und ich überprüfen eines der anderen Lager. Kein Mucks dort. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Wer seid ihr? Flatterblume. Ein buntes Insekt. Lustig. So, es wird die Richtung... So, ich muss da hin. Finde ich cool, dass da so ein leichter Schleier ist, dass man so ein bisschen sehen kann, dass man dahin soll. Was man mit dem Controller ziemlich gut machen kann, sind so Kamerafahrten. Kann ich euch hier angucken? Nee, ne? Laternenkäfer. Cool. Was leuchtet da so grün? Einfach eine Pflanze, okay. Was seid ihr denn? Gehörnter Teilu. Eine große raupenartige Larve, die oft an Baumstämmen entlang kriecht. Macht Sinn. Oh, wow. Oh, das ist wirklich schön, ne? Oh, krass. Ich bin echt gespannt, wie riesig die Welt ist. Wenn es wirklich nur so aussieht. Wow. Einfach nur wow. So, hier geht's weiter nach oben. So. Einmal hier rüber, über die Wurzel und hier runter. Hi. Einfach wirklich ins die ganze Zeit hochkraxeln. Noch ein Yggdran. Ich glaube, der heißt irgendwie so. Oh ja, die Dinger, die sind immer so lustig. Ich finde es auch so lustig, wie er mit der Hand so rangeht, automatisch. Jululu. Ist auch ein lustiges Geräusch. Jujujuju. Cool. Einfach cool. Oh, hier ist ganz viel. Einfach durchrennen. Ja. Oh, Ubisoft präsentiert. Stimmt, wir hatten ja noch kein richtiges Intro. Fällt mir gerade so auf. Hallo. Warte auf mich. Oh, wow. Crazy. Haben wir das Intro erreicht. Was würden unsere Vorfahren von uns denken? Würden sie betrauern, was aus uns geworden ist? Wir sind immer noch Sarentu. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Na'vi. Warum ist die RDA zurück? Sie wollen mehr von Pandora.
immer mehr. Wir müssen kämpfen. Ja. Ahari hätte es genau so gewollt. Oha. Ungünstig. Hey, kann mich jemand hören? Hör zu, Omo hat ein Problem in unserem westlichen Lager. Da ist jemand verletzt. Ich höre dich. Oh gut, da ist noch mehr RDA in die Richtung unterwegs. Ungünstig. Geh, ich suche Ritnella und Daylan. Okay. Wir sichern das Hauptquartier. Alles klar. Ich gebe mein Bestes. So, wo muss ich lang? Da hinten. Was? Hilfe dem Widerstand. Wie komme ich runter? Kann ich hier runterspringen? Will ich das riskieren? Ach komm. Oh Gott. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Okay, krass. Ja. Wusste ich natürlich. Easy. Ah, nee. Wir haben Zeitdruck. Deswegen... Oh, wer seid ihr denn? Hammerkopf, Wildtiere. Oh, die bringen ordentlich Stoff. Bin unterwegs, Priya. Sind die freundlich? Oh nee, die sind nicht freundlich. Tschüss. Ich komme Ihnen zuvor. Versprochen. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja, da dann. Ich muss mal kurz, Oh Gott. Ich habe das starke Gefühl, dass die hinter mir sind. Okay. Oh, hier ist so ein Boost-Ding, oder? Ja. Das brauche ich. Hier ist noch eins. Nicht immer schön boosten, damit ich schön schnell bin. Eieiei. Okay. Oh, wer seid ihr denn? Skarabäus-Schleicher. Ich kann euch mir aber nicht gerade angucken. Ich muss mich beeilen. Ich muss meine Freunde retten. Oh, ich höre was. Da sind sie. Wieso kann ich meinen Bogen nicht? Achso, ich habe keine Zeit für die. Gut, dann laufe ich einfach vorbei. Au. Aua. Das tat weh. Ich ignoriere die jetzt einfach. Er hat gesagt, er hat keine Zeit. Außerdem kann ich meinen Bogen nicht auswählen. Deswegen sprinte ich einfach. Ich laufe mein Leben. Aber so richtig schnell bin ich nicht, ne? Aber ich müsste gleich da sein eigentlich. Da ist es. Einmal durchs Gestrüpp durch. Haltet durch, meine Freunde. Oh, was ist das denn? Das ist ja ein Riesenbaum. Das sieht auch so komisch aus. Der Baum ist aber auch riesig hier. Krass. Oh, das dauert so lange. Aber gut, das ist auch eine große Welt. Ne? Aber die sieht immer noch echt schön aus. Ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, das habe ich bisher erkundet. Cool. So, gib mir mal ein bisschen Boost hier. Ja. Gib mir mehr Boost.
So, 200 Meter. Dun, 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 dun. Ich gehe mal hier hoch. Oh, hier sind ganz viele Boostpflanzen. Müsste ich nicht jetzt langsam da sein? Ach so, hier. Wo ist denn hier was? 50 Meter? Das müsste doch jetzt direkt vor meiner Nase sein. Au. Au. Hä? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen, weil ich irgendwie einen falschen Lebpunkt hatte? Toll. Ja, Anfängerfehler. Hat jetzt keiner gesehen. Oh Gott. Ungünstig. Super ungünstig. Am ungünstigsten. Komme ich hier irgendwie vorsichtig runter? Oh Gott. Oh Gott. Überlebe ich das? Oh Gott. Oh Gott. Oh, hat funktioniert. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Gott, die Zeit. Ja, da ist das Feuer. Okay, sehr gut. Ach, das ist ein Sprungpflanze. Oh mein Gott. Was es hier alles so gibt, ey. So, ich bin hier. Oh Gott. So. Ah, nein. Ach, Mist. Shit. Komm schon. Hoffentlich, wäre es so oder so zu spät gewesen. Nicht, dass es durch meinen Fehler passiert ist. Sie suchen jetzt nach uns. Okay. Halt ihr durch, mein Freund. Alles klar? Hör mir zu. Das wird schon. Hier. Sowas schon mal gesehen? Nein. Keine Sorge. Ist einfach. Da kommen noch mehr. Muss ihn stabilisieren. Beeile dich. Vor uns ist eine Ölraffinerie. Ich werde die ADA dorthin locken. Halte sie von Alma und Hajir fern. Du schaffst das. Okay. Ich beeile mich. Was hat er mir gegeben? Aha. Mach dich bereit. Was? Wo? Atme. Nutze deine Umgebung. Such nach Höhlen. Schleuderstock. Verwende den Schleuderstock, um strategisch Fallen zu stellen und die Oberhand über herannahende Gegner zu gewinnen. Okay. Hier leuchtet was. Ich mach das mal hier hin so. Zack. Ja. Schleuderstock. Die kannst du bestimmt gut brauchen. Okay. Das funktioniert ja ganz gut. Ey! Oh. Das hat ja gut funktioniert. Mist. So nicht, Freundchen. Ne, Moment. Ich vergesse immer, so muss ich machen. So. Ach, ich habe keine Munition mehr. Deswegen. Okay, ist doch gar nicht mal so einfach zu treffen. Never mind. Oh. Hehe. Okay, der Bogen hat eine Flugbahn. Ist ganz cool. Ach, Tretgranaten. Sehr gut. Kurz so wechseln, ne? Genau. Einmal dahin. Einmal dahin.
und dahin. Zack, hat ausgelöst. Zack. So. So. Oh Gott. Nice. Ich glaube, das war's. Ich bin noch nicht fertig. Hantvia blutet noch. Es ist zu viel. Ich brauche. Halte durch. In der Nähe ist ein Lager. Medikamente. Ich werde es finden. Warte hier. Okay. Östlich. Da ist östlich. Ach, da. Okay. Oh Gott, Stress. Stress pur. Ich mache ein bisschen Munition. Oh. Kurzen Prozess machen. Looten. Achso, ich wollte gucken, ob ich hier die Kisten auch gucken kann. Sehen kann. So. Also die konnte ich auf jeden Fall sehen. Arma, ich hab die Fracht gefunden. Ich bin gleich da. Bitte. Beeil dich. Let's go. Ich will auch einen. Ich will fliegen. Okay. Sotlet, hier ist noch ein Nirnatvi. Und der hilft mir. Gut. Sprengstoff ist bereit. Das sollte den Rest ablenken. Oh Gott. Ich bin sicher, dass das Lager leer ist. So, da sind ein paar Leute. Aber ich bin jetzt gut bewaffnet. Oh. So. Ist hier noch einer? Nee, ne? Gut. Oh, kann ich die jetzt looten? Ah, ich krieg Munition. Ich verstehe. Ah ja. So. Okay. Puh. Das war knapp. Sie hatten viele MPAs. So viele habe ich hier noch nie gesehen. Mercers Lieblingsspielzeug. Es tut mir so leid. Du warst ganz allein mit ihnen. Habe ich easy geschafft. Sotlet hat sie abgelenkt. Und der Na-wie? Iknan sind stark. Und sie beschützen ihre Reiter sehr. All die A-Scorpions sind ihnen nicht gewachsen. Kriege ich auch hin, bitte? Traumwanderer und Mensch. Allein gegen Himmelsmenschen? Du bist tapfer. Das war unglaublich. Ach, wie du es erledigt hast. Danke. Warte. Das Zeichen. Du bist Zarentu? Oh, die Erzähler. Friedensbringer. Dein Clan existiert schon seit Jahren nicht mehr, wie ausgestorben. Der Geist der Zarentu ist nicht leicht zu töten. Ich hoffte, den Widerstand zu finden, aber die Zarentu. Ich bin Edua. Zahe, der Aranahe. Ich kannte deine Mutter. Tut mir leid. Unser Zuhause leidet auch. Die Himmelsmenschen werden mutiger und sind im Begriff, das Land zu zerstören. Und doch, meine Leute, unser Heimatbaum. Wir sind keine Krieger, aber der Krieg ist da. Mein Vater glaubt es nicht, aber er kannte die Zarentu. Er wird dich anhören.
Er muss. Okay. Ich muss sie zurückholen. Die anderen. Sie müssen alles erfahren. Natürlich. Ich helfe dir. Mein Heimatbaum ist nah. Sag, dass ich dich geschickt habe. Okay. Aber du hältst dich besser bedeckt, was meinen Anteil angeht bei dieser Sache. Alles klar. Möge dein Geist mit dem Wind aufsteigen. Also ich würde sehr gerne mit dem Wind aufsteigen, wenn du mir so einen Vogel überlässt. No? Will ich nur mal gesagt haben. Sotle, eine weitere Na'vi tauchte auf, um zu helfen. Edua, vom Clan der Aranahe. Ich soll ihren Heimatbaum besuchen. Vielleicht schließen sich uns noch mehr an. Ich habe es schon versucht. Ihre Anführer Katna hat mich quasi herausgeworfen. Er lässt dich nicht leicht umstimmen. Er hat keine Angst vor der RDA? Sie haben ihm bereits großen Kummer gebracht. Er will seinem Volk weiteres Leid ersparen. Und das kann ich verstehen. Die Aranahe sind sich normalerweise einig. Doch der Krieg sorgt für Reibung. Normalerweise. Viele verschließen ihre Augen. Doch ein Sarentu könnte ihnen helfen. Okay. Du hast eine Belohnung von 300 Marken an. Gib sie im Shop für Kosmetik und Nützliches. Ach, Shop. Ah. Toll. Ein Ingame-Shop. Wir lieben's. 1600. Erhalte Marken. Ach so, ja, gegen Echtgeld, natürlich. Nee, ganz sicher nicht. Krieg ich die zufällig irgendwie auch so? Also, kann ich mir die irgendwie auch so verdienen? Ikran. Weird. So, ich wollte aber gucken, ob es hier noch irgendwie Kisten gibt. Habe ich jetzt natürlich schon eine geöffnet. Da ist was. Ja! Taumelmunition. Gut, also die großen Kisten kann ich sehen. Das ist schon mal gut. Sonst ist hier nichts. Na gut. Aber apropos, ich habe doch einen neuen Bogen gefunden, oder nicht? So, hier. So, meiner macht 16, 24. So, der macht doch mehr Schaden. So, ne? Einen Mod habe ich auch noch. Plus 5% RDA-Schaden. So. Oh, Mod. Aha. Oh, 5% Energie. Nehme ich. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay. Ach, guck mal da, Kosmetik. Ah. Cool. So, und hier. Ach so. Ist die gleiche. Okay, verstehe. Und hier habe ich einen Blick in den Beutel. Alles klar. So. Okay. Verstehe. Gut. Ja. Nee, Moment, das will ich nicht. Ich will den haben. Gedrückt halten, ist komplett wegpacken. Gut. So, wo soll ich hin? Dahin. Sehr schön. Ach, und ich habe Skillpunkte. So, 3 Stück. Und zwar wollte ich doch hier zusätzliche Munition. Doppelt so viele normale Pfeile. Genau. So. Einen Punkt habe ich noch. Ja, ist jetzt die Frage. Gehe ich mehr so auf Jäger? So Hersteller? Was war das hier nochmal? Überlebender? Widerstand. Allgemeine Gesundheit erhöhen ist eigentlich auch mal ganz gut. Okay. So, Nahrung sollte ich mal essen. So. Ach, und der startet immer im Waffenmenü.
Wer seid ihr denn? Oh Gott. Na, sag mal. Oh, der hat so ein Schild, ne? Okay. Boah. Die waren ein bisschen böse. Okay, ich krieg ein bisschen was zum Kochen. Und die Haut von denen. Wo war jetzt der andere? War das der hier? Ja. Okay. Gut. Da wollten die mich einfach angreifen. Frech. Oh. Ups. Ja, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen.